Einschussgewehr. Aber mehr hat das auch nicht. Also, die Japaner haben eigentlich so gut wie die gleichen Waffen wie die Deutschen. Aber die Russen, da gibt es bestimmt die AK-47. Nein, die gibt es nicht. Da gibt es die PPH irgendwas. Ah ja, PPSH. Ja. Aus Battlefield Bad Company kenne ich die. Zwei. Vietnam, glaube ich, war das. Ich kenne sie aus Call of Duty 2. Alles, alles nach Call of Duty 2 und Modern Warfare 1 wurde scheiße. Modern Warfare 1 ist richtig geil online. Ja. Ich habe eine SP von nur. Ich habe es online mal gesuchtet, richtig. Ja? Ne, ich auch lange Zeit, also nicht so richtig gesuchtet und viele Punkte gemacht oder so, aber ja. Also was heißt gesuchtet? Ich habe es 2 Wochen lang hintereinander. Immer wenn ich nach Hause kam, jeden Tag habe ich das einfach gespielt. Ne, ist ja schon fast wie Suchten. Naja, aber jetzt nicht. Aber die Kampagne davon, die war richtig geil, die Story. Die Story war geil. Ja, die habe ich mindestens 3-4 Mal. Einmal Let's Played, auch wieder gelöscht, nochmal Let's Played und wieder gelöscht. Also das Geilste ist immer noch die Mission im Pripyat. Was? Also die Sniper-Mission. Ach so, wo du fasten musst. Mhm. Ich fand die mit dem, wo du dem Typen den Arm abschießt, das fand ich ganz geil. Ja, das ist die, ja. Ja, erst pushst du dich dahin. Ja, ja. Und dann ziehst du ihm den Arm ab. Das fand ich geil mit den Hunden, wo du da vorbei schleichen musstest und so. Ja. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, kamen da so viele, dass du das eigentlich fast gar nicht schaffen konntest. Das Ende war von dem Spiel aber das geilste, muss ich sagen. Mhm. Das haben sie so episch gemacht. Wie hieß der Typ nochmal, der gestorben ist? Gas, genau, Gas. Ja, ich überlege gerade, wie der Dings heißt, der... Captain Price? Der Böse. Sakajew. Ja, genau. Aber das Spiel ist so episch. Aber komme ich gerade voll Lust drauf. Ivanovich Sakajew, glaube ich. Wurde nach der Story in Russland als Held gefeiert. Also im Spiel wurde der dann als Held in Russland gefeiert. Echt? Ich kenne die Story so gut wie auswendig noch. Also MW2 habe ich nie durchgespielt. Wärt ihr vielleicht damit einverstanden, in 9 Minuten dann mal einen Break zu machen? Dann wären es schöne 2 Stunden. Wäre alles okay. Ja. Ja. Jo. Alles klar, super. Wollen wir langsam zur Base zurück? Ja, ich würde auch sagen, kurz hier ein bisschen, hier noch kurz was weiter. Mhm. Bis wir Reach the World haben, was jetzt gleich eigentlich in 100 Metern sein sollte. Und dann können wir zur Base zurück. Das sieht ja geil aus mit der Insel in der Mitte. Mhm, das fand ich auch geil. Na gut, wir können uns ja von hier dann so langsam zum wir sind mehr als 1000 Blöcke vom Base, von der Base entfernt. Was? Dann lass zurück. Ja, 1025. Da werden wir auf jeden Fall jemanden nochmal treffen, aber... Mal gucken. Ich hoffe... Wir treffen nicht die Person, die der Village Base gehört. Genau. Die haben aber auch schön die Villager da eingesperrt, beziehungsweise... Ey, man hätte mit denen handeln können. Nein, wir hatten ja keine Emeralds. Ach, geht nur mehr Emeralds? Ja, oder halt, du findest irgendwas, wodurch du Emeralds da tauschen kannst. Okay. Weil es ist ja so gesehen nicht mit Geld, es ist ja nur Tauschhandel. Sollte es aber auch mal geben, so ein Geld bei Minecraft, richtig Geld. Weißt du, was ich mich aber gerade frage, wieso hat... Er hat doch Reach the World, du hattest damals drin, dass die Welt so abgegrenzt war. Dass da so 2 Blöcke so denn abgeschnitten war irgendwie, glaube ich. Nein. Dschungelbattle oder irgendwie, keine Ahnung. Nee, aber es wäre geil, wenn es so einem Glaskasten wäre, das finde ich richtig. Ja, halt wie bei Hunger Games. Ja, dass man richtig die Abzäunung sieht. Ja, sowas wäre auch geil. Oder so ein 3 Blöcke hohen Teil nur. Oh, aus Obsidian oder so. Nee, Bedrock. Ja. Ja, stimmt. Wäre besser. Oder halt wie bei Ultra Hardcore die Borders davon. Die sind ja auch irgendwie bis zur maximalen Höhe. Stell dir mal vor, da könntest du ja dann so gesagt das Obsidian abbauen, gehst da durch, baust es zu und machst dann dein Minecraft-LP da. Mhm. Hat ja irgendwann mal bei Domsus Let's Battle gemacht. Soll ja irgendwer so 4000 Blöcke weg sein und haben da ihr Let's Play together gemacht, so wie Domsus genannt hat. Er sollte Let's Battle sein, aber die wussten nicht, dass man eigentlich einen abgegrenzten Radius circa hat. Ja, ist ja nicht schlimm. Hätte man ja dann ruhig sagen können, ja, wussten wir nicht, können wir noch kurz die Sachen holen. Und sowas, aber ich weiß ja nicht, was da vorgefallen ist, also mir ist es egal. Ja, waren in der Zeit nicht da, muss man so. Doch, wir waren da. Nur nicht bei Domsus. Ja, ich meine aber jetzt so in Domsus Community. Ja, das wollen wir nicht mehr so vertreten. Was heißt nicht mehr so? Wir waren doch vertreten in der Zeit, in den Kommentaren, aber. Ja, es wurde ja übelst oft immer wieder gesagt, als mach Domsus. Doch mal was mit Domsus. Ja, nicht nur bei dir. Und es wurde ja mal. Domsus hatte ja mal wieder Stress mit jemandem. Mhm.
ich weiß nicht, wie der hieß, aber dann stand, ich habe das Video gesehen und dann stand in den Kommentaren, ja, genauso wie damals mit Sparrow Gaming und so ein Shit. Die wissen alle gar nicht, was damals da passiert ist. Ich weiß es so gesehen selber nur noch halb. Ich weiß es eigentlich so gut wie gar nicht mehr, aber mich interessiert es auch nicht mehr. Also. Das Einzige, was ich noch weiß, was Yannick damals gemacht hat, also Invictus, mit dem Skype-Namen. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch weiß. Ja, die einzige krasse Sache daran, aber sonst ist es vergessen. Mhm. Außerdem bin ich ja kein Elefant. Ah, da ist erst der Spawn? Ja. Krass. Wir sind, wir sind noch 500 Blöcke von unserer Base entfernt, fast 600. Boah, ich bleib die ganze Zeit irgendwo. Ach, jetzt sehe ich auch den Strahl vom Spawn. Dann hoffen wir mal, dass wir noch dahin kommen. Vielleicht die russische und amerikanische Aufbauen. Ich würde gerne sehen, was da drin ist. Ich auch, deswegen. Ich glaube, bei den russischen ist noch die Mosin Nagat drin. Deren Einschussgewehr. Und bei den Amerikanern dürfte die M1 Grand mit drin sein und die Thompson. Die Thompson ist auch eine geile Waffe. Das ist ja auf alten Waffen aufgebaut, oder? Ja, MW2, also WW2, nicht MW2. Auf WW2 Halbbasis. WW2 Halbbasis, genau. Was ist denn WW2 eigentlich ausgeschrieben? World War 2. Ja, sag mir, wann man wird. Weltkrieg 2. Der zweite Weltkrieg. Ach so, was die denn so gesagt? Ich dachte, das ist jetzt auf ein Spiel aufgebaut. Nein. Weil der hat ja auch mehrere Spiele aufgebaut. Ach, keine Ahnung, aber ja, das ist halt der auf jeden Fall das Modern Warfare Pack hat er noch. Dann wird's ja eigentlich eine M16 geben. Nein, also nicht bei uns jetzt. Ja. Ja, aber eine M16er Dreischuss wäre richtig fett. Aber wie willst du das Dings, ey? Das geht, Dude. Aua. Und ich war Kaktus. Und ich bin nicht reingesprungen. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? War der ernsthaft ein unsichtbarer Kaktus? Eigentlich nicht. Ich bin auf die gleiche Stelle gerannt, da war nicht. Oder ich habe Schaden bekommen. Schallfaden. Boah, ich hab dann Fleck auf dem Bildschirm. So. Aber, Der verwirrt mich die ganze Zeit. Schuss hast du nicht gehört, oder? Nein, Schuss habe ich nicht gehört. Okay. Aber die Schüsse hört man ja zum Glück jetzt, wenn einer schießt. Ich meine, man würde das nicht hören. Das wäre dann so, mit Aufsatz, so. Sniper mit Aufsatz. Das wäre aber geil, wenn du auch den Schallschutz machen könntest. Ich schätze mal, das geht, irgendwie. Welche Maschinengewehre braucht man eigentlich, um die man halt an Flugzeuge ranmachen kann? Das musst du mit den Rezepten herausfinden, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, die schweren MGs. Okay, danke. Sag ihm das. Sag ihm das. Oder eine Panzerfaust. Oder ein Panzer. Genau, den Panzer unten dranhängen. Unsere Base sieht also unberührt aus. Von außen. Also man sieht sie von Weitem, das steht schon mal fest. Ja, sie sieht einfach nur geil aus. Wenn du in so ein leeres Loch reinguckst, sagen wir es mal so. Vom Berg. So eine kleine Bucht. Scheiße. Hello. Boah, das da hinten sieht, wie gesagt, immer noch geil aus. Kann sein, dass wir auf der falschen Seite sind. You don't say. You don't say. Ich hab nichts, um mich rüber zu wollen. Wir müssen uns beeilen. 2 Minuten noch. Ja. Also ich bin jetzt schon mal unten. Ich bin jetzt auf der Höhe des Geschützes. Dein. Aua. Schießt schon. Da bist du. Ja. Ich muss jetzt erst auf der anderen Seite des Berges hochklettern. Du bist runtergesprungen. Ja. Ich habe eigentlich Dirt in der Hand. Frag mich eigentlich, wieso ich mich nicht rübergebracht habe, aber so ein Mist. Ja, ich hatte nur 4 Stück, deswegen hat es sich bei mir nicht gelohnt. Also ich bin jetzt da. Puh. Ich komm hier nicht mehr hoch. Werf mir die Waffenkiste einfach hoch. Genau. Das ist ein Handgelenk. Ist ja nicht so schwer. Nee, gar nicht. Wiegt nur 12. Wiegt nur 12 Kilo. 12. 12 Kilo. Die Zahl zwischen 12 und 13. 12. 12. Scheiße. Wiegt nur 12 Kilo. 12. 12. Scheiße, ey. Ist doch nicht zu fassen, ey. Ich komm hier, ich finde gerade den Eingang. Ist doch nicht zu fassen, ey. Ich glaube, ich habe gleich den Haupteingang gefunden. Ja, ich bin im Haupteingang. Nett so. Ich bin auch fast da. Holy shit! Alter! Holy fuck! Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut. Nach so langem Warten.
warten, bis ihr diese verkackte Basis kommt, können wir euch endlich in euren verdammten Arsch treten, ihr Penner. Okay. Dafür haben wir eine andere Base gefunden. Egal. Soll ich wegrennen? Ja, renn weg. Ich renn weg. Doms, Doms? Hast du toll gemacht. Nein, Doms, mal eine Frage. War das eure Base? Ich möchte dir was sagen. Zum Glück habe ich nicht TS3 gedrückt. Ich habe gerade mein Mikro so überschrien, dass das bestimmt, weiß ich, in 20... Also bestimmt eigentlich in echt bei dir ankam. Okay. Das hast du ja gehört, Spike, oder? Hm. So leicht. Alter, ich wusste es aber. Das ist das Problem. Ich hab's... Scheiße, ey. Janik verfolgt mich. Du kannst mir jetzt nicht den Waypoint sagen, wo denen ihre Base war. Fuck, wo war unsere Base? Nordosten, ne? Nordosten. Ja. Ich renn zu unserer alten Base. Ich versuche unsere alte Base wieder zu finden. Ich hab versucht, Janik dann noch mit meinem Sniper zu kriegen, aber nein, ging nicht. Mhm. Und das ist das Gute, dass wir zwei Bases haben. Das ist das Gute, dass wir die Kiste nicht gefunden haben. Stimmt, da sind ja unsere Diamanten drin. Und also wir hätten jetzt unser Plane auf Vergeltung und Verdammnis fertig. Von mir aus, jetzt haben wir auch perfekt 2 Stunden. Jetzt wäre eigentlich so perfekt, einen Break da reinzusetzen, oder? 5 Minütchen würden hoffentlich noch gehen, oder? Ja, klar. Gut. Ich weiß bloß jetzt nicht, wo ich hinrennen soll. Ich auch nicht. Ich muss nur wissen, wo ich hin muss. Dann können wir die zusätzlichen MGs dranhauen. Ich werde das finden, dann setze ich mir da einen Waypoint von unserer alten Base und dann werden wir unsere alte Base neu ausbauen. Solange die nicht unsere wertvolle Sachenkiste finden, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, und wie war das nochmal, dass mit Doms sich aufregen wird? Ich glaube, da hatten wir recht, ne? Ja. Aber hör mal, das Einzige, was ich gehört habe, du rennst da rein, auf einmal höre ich nur Schüsse und du schreist. Ja, ich wusste es aber. Die haben richtig gelauert, die haben auch extra geduckt. Ich wollte nämlich locker reinrennen und... Hätte ich mir mal Zeit gelassen. Wer hat Domsa erschossen? Mit was eigentlich? Ich glaube auch eine MP44. Oder eine... Nee, die hatten ja russische Waffenbox, also mit der PPH, PPSH. Ich Problem ist bloß, in welche Richtung soll ich jetzt rennen? Du rennst noch gar nicht. Renn einfach, versuch dich irgendwie Richtung Nordosten zu schlagen. Also Nordosten rennen. Kann man das bei Minecraft gucken? Ja, bei F3 siehst du Nord und Ost, also 2 und 3 ist Nord und Ost und dazwischen ist Nordosten. Und es regnet. 2 und 3. Okay. Ja, so geht's auch. Danke, Spaß. Achso, in was soll ich jetzt rennen? Nordosten. Okay. Das heißt so circa. Da ist unsere alte Base. Ja, irgendwie da so. Also schätze ich mal. Scheiße, ich muss mich nochmal sterben lassen. Ist nicht schlimm. Wie ein Creeper. Doch, ich glaube, ja doch, da in diese Richtung. Boah, der Creeper schmeißt den übelst hoch. Was doomed to fall by Creeper. Mhm. Ja, der schmeißt den... Es hat wehgetan. Extra. 3 Creeper sind hinter mir her. Der hat den übelst hochgeschmissen. Ja. Die Creeper sind übelst stark. Aber das Gute ist, ich hab noch alles. Zum Glück bin ich nicht reingerannt. Aber wie gesagt, ich hoffe... Ich boden meine Grüße aus. Ich hab den Leuten nicht so ein bisschen das Ohr vollgeschrien. Ich hab mich so erschrocken. Hätte ich aber auch. Ich bin einfach rausgerannt. Ich bin durch die Tür rein und hab ich nur noch gehört, wie angefangen zu schießen. Ich wollte einfach nur noch rausrennen. Ja, ja, logisch. Also ich bin fast da. Ich bin jetzt an der Pyramide. Ja? Ich muss nur noch kurz durch den Sumpf wieder und dann bin ich da. Muss ich nur noch kurz das finden. Vielleicht haben sich sogar Schlendi und so jetzt da eingenistet. Ja, jetzt durch den Creeper gefallen, das zählt nicht, oder? Nein, das zählt nicht. Nee, nur aber PvP. Wir haben noch 9 Leben, weil wir ja einen von denen gekillt haben. Und aber schön in die Wunde rein und ja, und... Ja, natürlich. Was ja, finde ich gut. Naja, aber ihr habt jetzt keine Waffenboxen mehr. Tja, dafür haben wir eure. Eine deutsche Waffenbox. Die amerikanische braucht ja so viel Rohstoffe. Wir haben 2. Schön. Und... Das bringt danke, Wichsen, dass ihr sagt, dass das eure Base war. Ja, das war unsere Base und. Ja, da danke. Gehen wir sowieso nicht mehr hin. Also, und das bringt euch jetzt. Die gehen ja nicht mehr hin? Da stand ja auch so ein Schild: Domsis und Yannick seine Base. Das war relativ offensichtlich. Stand die da nicht mehr hin, dann können wir das ja umgraben und ihre wertvolle Sachenkiste finden.
Also ich finde das jetzt keinen herben Rückschlag, weil wir haben ja eigentlich... Weil eigentlich du hast das Beste, sagen wir mal so. Ich habe eine Waffe verloren, ein bisschen... Ich habe zwei Betten. Ja. Ah, okay, ich bin fast bei der Base. Ich bin fast da. Also hier so dürfte das sein. Da hinten am... Dings. Das Schneegebiet beim Herrn. Ja, da ist es. Ich werde die Wollt Dings... Wollte eigentlich jetzt aufhören vor 5 Minuten? Wir wollten kurz noch, dass wir hier sicher sind. Oder meinte das Dödel-Team noch 5 Minuten und die sind jetzt eigentlich auch vorbei? Also wie gesagt, ich kann den Server stoppen und dann seid ihr sicher. Dann macht euch kein Monster was. Nein, wir brauchen kurz. Also 2 Minütchen jetzt wirklich nur. Warum? Weil wir müssen ja noch halbwegs weit weg. Und in eure Base kommen. Ja. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn ich den Server stoppe, seid ihr da, wo ihr... Nein, wir möchten wenigstens beim nächsten Mal denn halt... Unsere komplette Base wurde auseinandergenommen. Okay. Ja? Ja, alles weg. Warum, aber gut. Ja, 2-3 Minütchen. Alles weg. Wirklich? Ja, es wurde komplett auseinandergenommen. Ich bin jetzt da. Also gut, wie? Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns hier hin. Was? Wurden die Wände eingerissen? Ja, alles. Alles ist weg. Ferkel steht da noch. Aber wofür? Guck dir das an. Wofür? Ich hab das am Anfang nicht erkannt, weil da nichts mehr war. Die haben wahrscheinlich unsere wertvolle Mineralienkiste gesucht. Die sie auch gefunden haben. Das sind gar keine. Doch, ich hatte die stehen gelassen, da war bloß nichts mehr drin. Achso, die. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier hin, ne? Ja. Also wir können dann jetzt. Jo. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir hier die Folge. Jo. Jo. Ich noch nicht sagen. Kommst du nicht mit dem Hand? Ja, wir beenden dann hier die Folge. Jo, und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.